Hallo liebe Leute, heute ist wieder Hans-Jörg Müller zu Gast und wir wollen über die neuesten Entwicklungen in der AfD und in der Ukraine sprechen. Vor kurzem gab es ein aus meiner Sicht tragisches Ereignis, und zwar, dass Matthias Helfferich wieder nicht in die AfD-Fraktion aufgenommen wurde. Und das reiht sich ein in, aus meiner Sicht, auch in den Austritt von Robert Fahle oder auch mit den Vorgängen um Christian Blex mit dem Ausschluss aus der NRW-Landtagsfraktion. Ja, und da sich Hans-Jörg da ja ein bisschen auskennt als ehemaliger Bundestagsabgeordneter, ja, möchte ich ihn dazu ganz gern befragen. Aber man kann, im Vorfeld hat er mir schon gesagt, er kann jetzt leider, er kennt Matthias Helfferich nicht persönlich, deswegen kann er dazu nicht so viel sagen. Aber trotzdem frage ich ihn mal nach seiner Einschätzung jetzt nicht nur über Matthias Helfferich, sondern auch über die, ja, wie das überhaupt sich so zugetragen hat, diese ganzen Ereignisse, wo man die jedenfalls nicht so zum Nachdenken bringen. Ja, hallo lieber Johannes, hallo liebe Zuschauer, schön, dass wir wieder mal beieinander sind. Also ich bin ja bekannt für meine grundsätzliche Einstellung, dass ich von Distanzeritis nichts halte. Ja, das also für mich ist Distanzeritis eine auf die AfD und ihr Umfeld beschränkte Krankheitsform. Ich nenne das mal so. Und das hängt damit zusammen, natürlich die AfD steht unter immensem Druck von allen Seiten und nicht jeder ist diesem Druck gewachsen. Und wer natürlich dann unter Druck gesetzt wird, sucht dann sein Heil dahingehend, dass es sich lieber mit den Leuten arrangiert, die Druck ausüben, also von außerhalb der Partei. Und das natürlich in der logischen Konsequenz dazu führt, dass man sich von eigenen Parteifreunden distanziert. Und das schwächt natürlich die Partei. Also das deswegen sage ich schon, also oder dass man sich grundsätzlich von allem und jedem distanziert und die Nachbarn in die Pfanne haut, also dieses Ganze, wie nennt man das jetzt, der Denunziantentum, das ist ja, sage ich mal, eine typische deutsche Volkseigenschaft, leider. Und dann kommt noch dazu, dass man sich von allem und jedem Möglichen distanziert, um eben nicht unter Druck zu geraten. Das ist natürlich besonders in der AfD ausgeprägt. Ich habe es ja auch über, ja jetzt 10 Jahre bin ich dabei, auch selbst erlebt. Also insofern habe ich grundsätzlich ein Problem mit Distanzeritis. Sie schwächt uns immer nur selbst. Das ist meine grundsätzliche Einstellung. Jetzt hast du Namen genannt. Du hast die Namen genannt, Robert Christian Fahle, Christian Blex, Matthias Blex Helfferich, aber es gibt bestimmt noch viel mehr. Gibt bestimmt noch viel ja, und mehr. Matthias Helfrich, also ich meine, da kannst du auch den Hans-Jörg Müller nennen. Also, wie viele Parteifreunde haben sich denn schon von mir distanziert, weil ich ihnen zu gerade raus, zu klar in meinen Aussagen und so weiter war? Ich kenne es ja selbst. Ne? Ich kann deswegen zu Matthias Helfferich nichts sagen, weil ich habe mit ihm sogar nicht telefoniert. Also, ich kenne ihn persönlich nicht. Wir haben nie telefoniert. Wir haben uns nie irgendwelche Nachrichten geschrieben. Ich kenne ihn einfach nicht. Deswegen kann ich zu dieser Person auch nichts sagen. Was ich aber sagen kann, ist, was den Robert Fahle und auch den Christian Blex betrifft. Ja, der Robert Fahle ist ja ein, der ist über 70, der ruht in sich selbst, der hat ausgesorgt, der braucht nichts. Also der ist wirklich so ein Idealist, der noch in die späten Jahre in die Politik gegangen ist, weil er was für unser Land und seine Bürger tun will. Und ich habe mit ihm auch oft genug gesprochen. Also dem Robert Fahle zum Beispiel ging eben so auf den Zeiger oder auf den Geist, wie eben dieser ganze, sage ich mal, Ungeist in der AfD-Bundestagsfraktion anscheinend heute noch genauso ist, in der zweiten Bundestagsfraktion, wie ich in der ersten Bundestagsfraktion erlebt habe. Ach, das dürfen wir nicht sagen und da wollen wir nicht anecken. Um Gottes Willen, wenn da wieder was Böses, wieder jemand was Böses über uns in der Presse schreibt, das sind alle diese Leute, die in meinen Augen nicht verstanden haben, dass genau das die Aufgabe der Position ist. Anzuecken und die politischen Gegner dazu zwingen, über einen schlecht zu reden. Dann hat man gute Oppositionspolitik gemacht. Und wenn man eben, um nicht anzuecken, sich selbst verleugnet und eben seine Mitstreiter verleugnet, dann kann nichts rauskommen. Und das ist dem Robert Fahle so auf den Geist gegangen, dass er gesagt hat, er will da nicht mehr in dieser Fraktion drin sein, womöglich menschlich verstehen kann. Also es ging von Robert Fahle aus. Was den Christian Blex betrifft, den ich ja schon ewig kenne, finde ich das eine, ja, finde ich das menschlich unmöglich und auch wieder politisch völlig kurzfristig gedacht. Den hat man jetzt rausgeschmissen, weil er im Donbass war. Ja, also Donbass ist ja umkämpft. Die westlichen Medienkonsumenten kennen nur die sehr einseitige westliche Mediensicht auf den Donbass. Was macht natürlich Christian Blex? Er sagt, na, da fahre ich mal hin und gucke mir das an. Ich will mal wissen, wie es wirklich ist. Ja, was ist denn da schlimm dran? Nix, sondern es ist genau das Richtige, dass er sagt, ich will mich nicht abhängig machen von dem, was mir die Staatspropaganda erzählt. Ich will mein eigenes Bild machen. Und deswegen jemand aus der Fraktion zu schmeißen. Also da hat in diesem Fall
die AfD in Nordrhein-Westfalen ja im Endeffekt erfüllt da die Arbeit des politischen Gegners gegen eigene Mitstreiter. Also es ist ein No-Go in meinen Augen. Also das war der einzige Grund, den man jetzt, was man Christian Brex vorgeworfen hat. Sag mal so, der Christian ist ein bisschen ähnlich strukturiert wie ich. Ja, der sagt auch, ich mache es aus Überzeugung, wir müssen anecken, wenn wir nicht anecken, haben wir was falsch gemacht. Ja, man muss natürlich auch wissen, dass von den 16 Landesverbänden, welche die AfD hat, gerade der Landesverband Nordrhein-Westfalen, der, ich sag's jetzt mal, der verweichlichste, der angepassteste, der gehirngewaschenste ist. Ja, also zum Beispiel die knallharten Landesverbände, das wissen wir, das sind in Sachsen und Thüringen. Ja, das ist einmal die eine Bandbreite der AfD. Und genau gegenüber befindet sich dann sagen wir, dieser weinerliche, schwächliche, ach Gottes Willen, tut uns nichts und wir wollen von allen geliebt werden, Landesverband der AfD in NRW. Also das heißt, wenn der Christian Blecks Mitglied des sächsischen oder thüringischen Landesverbandes wäre, dann hätte man ihm 1.000 Orden umgehängt nach seiner Reise in den Donbass, weil er es richtig gemacht hat, aber halt einfach Pech gehabt, dass er im falschen Landesverband ist, der halt so drauf ist. Was ich nicht verstehe, ist, dass die, auch wenn man schwächlich ist, muss man doch eigentlich mittlerweile verstanden haben, dass wir eine Art Informationskartell haben, dass die westlichen Medien über den Donbass überhaupt nichts berichten und dass also auch massiv gelogen wird. Das müsste sich doch eigentlich auch bei denen langsam rumgesprochen haben. Dass also beispielsweise dieses Interview aus Mariupol beim Spiegel, diese Fälschung, aber da gibt es ja wirklich, oder auch die Vorgänge von Butscha, die nicht geklärt sind, wie einseitig hier berichtet wird. Das muss doch auch denen auffallen. Also wie kann man denn, also das ist doch eigentlich diese größte Selbstverständlichkeit, dass man sozusagen das tut, was unsere Medien eigentlich tun sollten, dass man da hingeht und sich ein eigenes Bild macht. Das müssten die doch eigentlich verstehen. Also ist das deiner Meinung nach wirklich also reine Ängstlichkeit und Schwächlichkeit, oder was ich halt die Befürchtung habe, dass da auch irgendwas dahinter steckt mit äußeren Kräften, die AfD extra schwächen wollen oder auch zersetzen wollen. Du kannst ja wahrscheinlich auch nicht so viel sagen, aber was ist da so deine Einschätzung? Nein, ich kann ja alles sagen, ja. Ich meine, ich habe schon immer alles gesagt, deswegen bin ich nicht mehr im Bundestag, aber ich war eben nicht bereit, den Preis zu zahlen, mich selbst und mein Umfeld zu belügen, um im Bundestag bleiben zu wollen. Das war es mir nicht wert, ja. Also, es ist ja auch kein Geheimnis, dass der Landesverband Nordrhein-Westfalen der AfD, der ist ja sehr stark geprägt worden von Rüdiger Lucassen über Jahre. Oder muss man, nein, muss man noch weiter zurückgehen. Der Landesverband der AfD NRW ist eigentlich geprägt worden von Markus Prezell. Das war erst der Liebhaber und dann der Ehemann von Frauke Petry, der damaligen Bundessprecherin. Markus Prezell, den kenne ich ja auch sehr gut über Jahre, der ist für mich der Prototyp des hochintelligenten, schmierigen Intriganten. Ja, so kann man ihn, glaube ich, ganz gut charakterisieren. Hochintelligenter, schmieriger Intrigant. Und der hat diesem Landesverband seinen Stempel aufgedrückt mit seinen Getreuen. Also die haben über Jahre hinweg alle, die irgendwie aufrecht oder geradlinig unterwegs waren, die haben die alle rausgekickt. Ja. Und das ist schon mal, sag mal, dieser Mindset im Neudeutsch, ja, den dieser Landesverband Nordrhein-Westfalen hat. Ja. Und in diese schon Basis hinein kam dann der Rüdiger Lucassen, ehemaliger Oberster Bundeswehr. So, wie wird man jetzt Oberst der Bundeswehr? Das wird man nur dann, wenn man im Endeffekt den Amerikanern hinten so reinkriegt, dass man oben wieder rauskommt, weil die natürlich das letzte Wort haben über ihre Geheimdienste, wer überhaupt noch höherer Offizier in der Bundeswehr werden kann. Also wenn der Rüdiger Lucassen ein aufrechter deutscher Patriot wäre, dann könnte er nicht proamerikanisch sein, weil die haben ja auch die Nord Streams gesprengt, das sind eh unsere größten Feinde. Oh ja, und diese ganze Gemengenlage, ja, also einmal dieses korrupte, schmierige, machtgeile Beet, das damals der Markus Prezell bereitet hat und dann noch getoppt obendrauf durch im Endeffekt eine fünfte Kolonne der Transatlantiker, ja, die es natürlich allen in der AfD schwer machen, das ist alles zusammen konzentriert in Nordrhein-Westfalen. Also es ist in meinen Augen der schlimmste Landesverband, den die AfD überhaupt hat, ja. Und wie will sich da ein Christian Blecks durchsetzen? Ja, das Beet ist schon so bereitet worden über Jahre. Das sind an den Schaltstellen sitzen eben die Transatlantiker. Ja, selbst wenn Christian Blecks wahrscheinlich irgendwie nach Texas geflogen wäre,
Und weiß ich nicht, hätte 10 rote Rosen auf das Grab eines amerikanischen Soldaten gelegt, der 1846 im Krieg gegen Mexiko gefallen ist, dann hätten die ihm auch noch irgendwie einen Strick rausgedreht und ihn trotzdem rausgeschmissen, weil dieser Landesverband so tickt. Ja, man muss jetzt auch vielleicht noch hinzufügen, also natürlich, das ist hier ein AfD-naher Kanal und ich sage auch ganz klar, also wir haben die AfD, wir müssen sie unterstützen, wir müssen sie, es ist die einzige Partei mit der richtigen Positionierung im Bundestag, die wir wählen können, aber wir müssen um die AfD kämpfen, wir müssen aufpassen, dass die AfD nicht von innen heraus kaputt geht und auch wenn es jetzt natürlich das Image nach draußen durch solche Schilderungen vielleicht erstmal leidet, aber langfristig ist es gut, weil es natürlich die Heilung anstößt und deswegen wollte ich vielleicht nochmal kurz fragen, kannst du dich da jetzt noch an eine spezielle Geschichte erinnern mit Markus Brezel? Also natürlich ist jetzt keine Parteiwerbung, aber trotzdem, dass man sich das so mal so vorstellen kann, wie das so die Abläufe sind und vor allen Dingen, was man auch dagegen tun kann als Mitglied, was man als Mitglied tun kann, um ja einen gesunden Landesverband zu befördern, sage ich Ja, mal. sagen wir so, ich meine, wir wollen ja auch die Leute jetzt nicht zu sehr, sagen wir, mit alten Geschichten zuschütten. Ich habe das Charakterbild des Markus Brezel, wie ich ihn wahrgenommen und erlebt habe, über Jahre geschildert. Ja, da gibt es dann x Geschichten, die das alle bestätigen würden. Ja, aber ich würde sagen, wir lassen es vielleicht mal dabei. Aber ich bin dir sehr dankbar für deinen Hinweis, Johannes. Das, was ich jetzt über den Landesverband NRW gesagt habe, ja, gesagt, in den Ostverbänden ist es nicht so schlimm, in den Westverbänden ist es eher in diese Richtung. Aber du hast völlig recht. Wenn man alle anderen Parteien anschaut, wir haben ein Kartell aus im Endeffekt 5 Altparteien und der AfD als Newcomer. Ja. Und die AfD ist natürlich das kleinste Übel. Ich wähle natürlich nach wie vor auch meine eigene Partei AfD bei Wahlen. Weil die anderen sind ja gar nicht mehr wählbar in ihrer vom deutschen Selbsthass getriebenen Zerstörung des eigenen Landes. Ob es die Kultur ist, ob das die Wirtschaft ist, ob das der gesellschaftliche Zusammenhalt ist, ob es die Menschlichkeit ist, da kannst du alle anderen 5 Parteien in den Sack reinstecken, haust drauf, triffst immer den richtigen. Also insofern, danke für deinen Hinweis. Natürlich ist die AfD das kleinste Übel und deswegen wählen wir sie. Ich rufe auch jeden hier auf, wählt die AfD, die anderen sind noch viel schlimmer. Aber ich muss halt auch sagen, weil ich ein absoluter Insider bin, ich bin inzwischen Urgestein der AfD. Ich bin seit 2013 dabei. Ich habe wahrscheinlich immer noch eines der besten Netzwerke über die Gesamtpartei, obwohl ich nicht mehr im Bundestag bin, weil ich eben auch weiterhin so Netzwerke wie mit dir und Rückmeldungen kriege und so weiter und so fort. Also ich habe einen gewissen Einfluss, vor allem in der Mitgliederbasis. Ja, was oben passiert, ist mir eh wurscht. Ja. Aber du hast recht, die AfD muss man wählen. Aber gerade weil wir für unsere Partei was Gutes tun wollen, denke ich, sind du und ich wie Ärzte unterwegs. Ja, da kommt ein Patient und leidet, dem ist schlecht, hat Fieber. Ja, was nützt er dem so einem Patienten? Arzt, der sagt, nö, ist alles gut. Ja, nix. Ja, sondern der einzige Arzt, der so einem Patient helfen kann, ist der Arzt, der eine echte Diagnose stellt, auch wenn sie wehtut. Ja, und dann auch noch die richtige Medizin gibt. Wir kennen aus der Feuerzangenbowle den Spruch. Ja. Medizin muss besser schmecken, sonst nützt sie nichts. Ja, also so, ich denke, es ist genau auch wie wir zwei mit unserer eigenen Partei umgehen. Wir verstecken nicht, was da schief läuft. Ich muss auch jedem sagen, der jetzt nicht AfD-Mitglied ist, in den anderen Parteien geht es kein bisschen anders zu. Insofern gibt es auch keinen Grund, irgendwelche anderen Parteien zu wählen. Ja, aber weil uns unsere Partei am Herzen liegt, weil uns die Ideale unserer Partei am Herzen liegen, weil uns unser Land, unsere Bürger am Herzen liegen, gehören wir halt zu denjenigen, die sagen, wir stellen die Diagnose, wie sie ist, ohne falsches Verstecken. Und nur dann kann die Partei auch die notwendigen Selbstheilungskräfte entwickeln. Oder? So sehe ich das. Ja, das denke ich, kann man nicht besser formulieren. Ja, Hans-Jörg, dann vielen Dank. Dann danke ich dir für das Gespräch.